Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ark Aberration. Und ich bin gerade am Überlegen, was machen wir heute eigentlich? Also zum einen können wir natürlich bauen. Ich schicke mittlerweile den Dödi hier herinnen auf Wandern. Er sollte ja nirgends mehr rauspacken können. Und er kriegt hier dauernd Stein, also von daher alles okay. Ich habe auch die anderen Tiere entleert. Und ja, der hier war gedacht, dass er eine Plattform kriegt. Und dann ich dann probieren kann, die Spinne da unten zu zähmen. Die war ja, glaube ich, 120 oder so. Warte mal. Das war eine verdammt hohe Spinne da unten. Grabe, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Mist. Wo ist mein Fernglas? Moment. Wo ist mein Fernglas? Da. So. Hier war das, glaube ich, oder? Nee, das ist die kleine. Nein. Da war doch eine hohe, oder? Ist die weg? Oh. Da war doch. Da unten ist ein Spino. Cool. Ich sehe zum ersten Mal da unten ein Spino. Das ist ja cool. Wir müssen da unten aufräumen. Baryonyx Level 104 ist aber auch gut. Baryonyx Level 104 ist ordentlich. Kriegen wir den irgendwie gezähmt? Also ich meine, wenn ich das hier rausnehme. Und die Wand hier notfalls entfernen. Eine Frage. Mann, das ist zu eng. Moment, da ist ja auch eine Spinne, eine Krabbe. Ach, das ist die 16er, okay. Also die Krabbe hat sich wohl verchüsst. Oder? Moment mal, ich brauche mal ein paar Ceilings und ein paar Wände. Wobei, bevor wir das machen. Alles voll nach Plan, ja. Ich muss dazu sagen, dass ich seit gestern ziemlich Migräne habe. Also nicht wundern, ich bin heute etwas verplant. Es geht schon. So. Also, Wände haben wir 33. Das heißt, ich brauche die Ceilings. Das heißt, ich mache mir jetzt erstmal eine von denen. Und dann würde ich gerne 10 davon machen. Und dann nehmen wir uns mal hier. Die können wir nämlich jetzt endlich mal. Ah, die will da nicht. Ah, ist Mist. Kann man die so dran flanschen? So will er? Na gut, schön ist was anderes. Da bauen wir lieber eine Rampe runter. Ab. Da bauen wir lieber eine Rampe. So. Gut, die Ceilings, komm her. Dankeschön, die kommt daher. Und die Demogan kommt daher. Also. Einmal, zweimal, dreimal. Viermal, fünfmal, sechsmal. So. Okay, jetzt können wir probieren, hier mal weiterzubauen. Hier bräuchte man definitiv mal das da. Dann könnte man hier so weiterbauen. Jetzt hätten wir dann hier schon ziemlichen Höhenabstand. 8. Ja. Bräuchten doch noch mehr Foundations. Nehmen wir mal 5 Foundations oder so. Das sind Holz. Davon brauchen wir 5. Okay. Na komm.
Die nehme ich auch mit. So. Also, hier haben wir eine normale. Wenn wir jetzt sagen 9. Was ist, wenn wir es so machen? Jetzt nehmen wir die Ceiling da oben weg. Und dann sagen wir wieder 9. Dann passt da die nicht dran. Das ist Mist. Und was ist, wenn wir hier jetzt mit Dreiecken arbeiten? So nach diesem Motto hier. Und dann hier auch noch. Dann bräuchte man hier aber noch eins. Und dann sind wir trotzdem zu hoch. Moment, 7. So. Können wir nicht auch so Drecks-Foundations? Können wir doch auch. Einmal, zweimal, so. Nimm, komm mit. So, wenn wir jetzt sagen, hier eine Foundation. Und dann sagen wir, hier geht aber noch nicht eine Stufe runter. Hier eine Ceiling. Können wir da drunter auch eine packen? Nee, aber hier dann. Pick up. So würde es gehen. Dann bräuchte man hier halt Rampen runter. Das wäre jetzt nicht so das Problem, denke ich. Gut, das heißt, ich müsste jetzt mal mit der Demogun anfangen. Zack, wegnehmen. Okay, und jetzt? Fan Support, okay. So. Also Moment, da geht es ja noch weiter. Ups. Nehmen wir mal das kurz weg. Da geht es ja noch weiter. Fan Support. Okay. Und dann würde man quasi hier und hier. Und das würden wir aber noch in der Höhe machen. Also, 8. Und da kriegen wir kein Dreieck hin, das schaut ja doof aus. Genau, das sind die falschen Winkel dazu. Okay. Ich denke, das wäre okay. Wände haben wir jetzt nicht so viele, ne, 12 immerhin. Eins, zwei, drei, vier. So. Damit hätten wir quasi das ganze Eck hier schon mal abgesichert und da brauchen wir eine Rampe. Moment, die brauchen wir jetzt auch mal. Du kannst uns mal Ramp. Genau. Davon machst du uns jetzt auch mal 10 Stück. Da brauchen wir eh mehr. Oh, und so wie es ausschaut, fehlt uns jetzt am ersten wieder Stein, ha?
Schauen wir mal kurz, ob der Dödi wieder was hat. So ist das okay. Die 33 Wände sind ein bisschen schwer. Die werden wir nicht gleich mitnehmen können. Da könnten wir aber... Ich habe es ganz kurz gesehen. Genau. Pick up the ceiling. Und da machen wir jetzt eine Rampe runter. Ja. Und da machen wir auch eine, damit es besser ausschaut. Genau. Sehr gut. Da auch, oder? Weiß noch nicht. So. Und jetzt brauchen wir mal diese Teile hier. So. Also da geht es einmal unten mit Ceilings weiter. Nein. Da ist eine Foundation, da brauchen wir also noch keine. Wir brauchen die Demogun. 2, 3. Zack. Zack, zack. Gut. Wir haben hier die Wall. Fence. Wall. Okay. Wunderbar. Da brauchen wir definitiv eine Wand. Und sagen wir mal so. Tun wir es daher. Da kommt eine Rampe runter. Da unten kommt dann die Wand. 1, 2, 3. Und da fehlt noch eine. Okay, dann haben wir hier eine Rampe. Und hier eine. Ja, ja. Nein. Wurde diese Rampe jetzt hingebaut? Ach nee, 1. Da hat er sie hingebaut. So. So. Kann man also hier eigentlich auch eine Ceiling hinbauen? Und da eine Foundation. Und die Rampe. Genau so. Da wieder eine Ceiling. Woran auch immer die hier gesnappt ist. Nein. Da könnte man so Dreikern einbauen, denke ich. So, gehen wir mal darüber. Jetzt bräuchte man ein paar Wände. Achso, ich brauche außerdem endlich mal eine Double Door. Und Dings, genau. Und Tee. Und ja.
Jawohl. Genau. Lassen wir das einmal da. Geht's jetzt? Jetzt geht's. Licht. Licht? Mal eben. Zum Tidum. Genau. Hier dann auch. Und jetzt ist die Frage, gehen wir da schon rein oder gehen wir da noch eins weiter? Ich würde fast sagen, nehmen wir das auch noch und dann machen wir den Knick. Na? Genau. Und hier jetzt dann quasi mal so. Ja, oder da arbeiten wir dann wieder mit Foundations, ist auch möglich. Machen wir mal hier zu. So, damit sind wir zumindest bei der Verteidigung schon deutlich besser aufgestellt. Okay, eins noch, genau. Genau, und da dann wieder mit Foundations zumachen. Und dann kommen wir bis nach vorne eigentlich. Das wäre schon okay. Wir kriegen da eine vollsichere Basis hin, irgendwie. Und ausleuchten müssen wir es aber auch noch. Wie zum Beispiel hier einen Balbi hin. Ja, okay. Da oben in der Ecke bräuchten wir auch einen Balbi. Komm her mal. Dann nehme ich jetzt erstmal die Weihnachtsbalbis. So. Genau, einen daher. Na du Düdi, suchst du Stein? Da ist noch ein Weihnachtsbalbi, komm mit. Dich nehmen wir hierher. Genau. Und da könnten wir noch einen brauchen. Zum Beispiel, wo die Rampen runtergehen, genau. So. Achso, dir habe ich auch gesagt, du darfst dich bewegen, genau. Ist der auf Automatik? Ja. Was sammelst du eigentlich, du Rollwet? Ah, Beeren und das nicht in schlechter Menge. Okay. So. Ein Ball bekommt auf die Schulter, beziehungsweise kann hier bleiben. Einen brauchen wir noch, und zwar da hinten. Und zwar hier. Genau. Damit würde mir die Seite schon mal besser gefallen. Und dann könnten wir weitermachen. Da oben mit den Spikes wird es auf jeden Fall noch interessant werden. Haben wir noch Seedlings? Ja, haben wir. Und dann eine Leiter quasi hoch, oder was? Wäre eine Idee. Achso, das waren die Leute. Okay. Und da oben dann wieder Spikes drauf quasi. Damit, falls ein Drache meint, ich komme da hoch,
dass es sich an den Spikes verhängt, wenn es geht. Wäre gut. So, was wollte ich noch? Ich wollte auf eigentlich unbedingt euch verpaaren. Angehängt habe ich euch ja schon. Behavior, enable wandering. Behavior, enable wandering. Beide ready. Nein. Remove following to mate. Okay. So. Du kleiner Dödi da, ja? So. Und du brauchst diese zwei hier echt nicht stören dabei. Du hast dich da wunderbar reingepackt, kann das sein? Dann packen wir dich da irgendwie wieder raus. Sehr gut. Gut, was haben wir da? Wir haben 91, 96, aber du hast 2200 XP. Du hast ganz schön viele XP. Na gut, da unten haben wir den 110er und 112er. Du bist das Männchen des 110er, du bist ein Weibchen. Was haben wir hier? Ein 62er Weibchen. Ein 83er Weibchen ist auf jeden Fall mal gut. Weil es hat noch keine Level gekriegt. Hitch-Dino. Außerdem gefällt mir deine Färbung. So, was haben wir da noch? Viele Männchen haben wir gekriegt. Also du? Du? Und du? Ihr drei kommt schon mal mit. Du hast, okay. Na, wo hängt der Dritte? Was machst du da? Weißt du eigentlich, was du da tust? Tipp mal auf Nein. So. Also die kommen in die Crew für draußen. Passt. Was haben wir hier dann? Ein Weibchen. Noch ein Weibchen. Das heißt, wir nehmen den da noch dazu. Und sie. So. Ihr zwei kommt hier noch dazu. Ihr seid jetzt quasi mal die für draußen. Das heißt, dich. Oh, da liegt das Ei ja schon. Ja gut. Oh, scheiße. Dankeschön. Behavior. Disable. Behavior. Disable. Und da haben wir leider nichts zum Verpaaren, weil wir keinen zweiten gefunden haben. Da hätten wir noch ein Weibchen. Bleibst du da? Komm. So. Jetzt Stino, wieso bist du eigentlich so voll? Ach, warst du gar nicht, nur durch mich. Und du bist ein Männchen, schade. Weibchen.
Ja, ist jetzt die Frage, wollt ihr bei den Verpaarungen immer dabei sein? Weil sonst würde ich die auch mal zwischendurch einfach Babys werfen lassen. Quasi. So, Ravager, du auch. Wäre halt wieder so eine kleine Babymeute. Hitch-Dino, auf dem Versuch, da was Gescheites rauszukriegen. Und euch möchte ich ja auch nochmal verbannen. Und euch auch. Ja, und für dich brauchen wir eine Plattform. Oh Mann, was tust du hier? Ach, du hast einen Ravager-Sattel, genau. Und eine Spitzhacke hast du auch, okay. So. Und hier haben wir ein Iguanodon-Ei, bisschen Fleisch, alles Mögliche. Okay, da können wir also die restlichen Beeren wieder reinholen. Zulberry, Armaberry, Narcoberry, Stimberries, Tintoberries und das reicht dann schon. So. Genau. Gut, ich würde sagen, beim nächsten Mal verpaaren wir dann definitiv und ich baue hier endlich eine Rampe runter. Ist da sonst noch was, was ich gern verpaaren würde? Ja, Scheinhorn, aber da habe ich noch keinen Partner für das Scheinhorn. Und wir müssten hier weiterbauen, ist eh klar. Aber das kriegen wir hin. Und dann können wir da vorne endlich das Tor ein bisschen ändern und da, oh, ja. Am Ende müssen wir definitiv umbauen, weil dass man da reinkommt, gefällt mir gar nicht. Obwohl, vielleicht ändert sich das dann auch, wenn wir die Mauer ein bisschen höher ziehen. Mal schauen. Mal schauen. Hallo? War wieder mal ein Tag, wo wir nicht rauskommen sind. Aber es gibt halt in der Basis manches Mal auch genug zu tun. Wir könnten mal schauen, aber das schauen wir jetzt noch. Ob wir für diesen Plattformsattel alles hätten. Außerdem können wir oben Dünger holen. So. Komm her da. Dankeschön. Das kriegst du. Hast du auch noch was für mich? Ja, du hast auch noch was für mich. Du bist sehr brav. Du kriegst auch noch einmal das hier. Du kriegst auch das hier. Den Dünger geben wir dann da raus. Und zwar sind wir bei den kleinen Kisten irgendwo stehen geblieben. Sechs. Sechs. So. Wunderbar. Die sind alle noch versorgt. Sehr gut. Ja, dann wird es mit Dünger schon langsam auch einfacher. So. Öl kommt da rein. Ah ja, genau. Wir haben da jetzt schon zwei, glaube ich. Ja. Da sieht man, wie es gelevelt haben. 114, vorher war er 108. Der 134er, den habe ich noch nicht gelevelt. Namen bräuchten es auch. Oh Mann, ich müsste echt wieder mal Namen vergeben. Und Eisen bräuchte man. Na gut. Wir suchen eine Parazea. Plattformsattel. Crafted at Smithy.
Da ist er. Was fehlt mir? Ach, die Silica Pearls. Okay, das heißt, wir müssen Silica Pearls holen. Das könnte man aber. Ich überlege gerade, ob wir entweder oben oder ob wir hier unten schauen, ob wir Perlen finden. Da ist ja nichts drin. Dann weiter unten was ist. Sieht man das von da? Acht. Na komm. Achtundvierzig, okay. Ja gut, man erkennt nichts, aber es das heißt nicht, dass da unten nichts ist. Werden wir rausfinden. Passt. Immer einen schnellen Weg. Also beim nächsten Mal gibt es dann definitiv, will ich die Eier ausbrüten. Ich möchte hier Babys machen und ich möchte gerne Rollwood-Babys auch noch sehen. Noch mehr. Oder? Naja, Rollwoods haben wir vier. Hunde haben wir auch viele, aber immer zu wenig irgendwie. Die gehen so schnell drauf, das sind ja Verbrauchsgüter. Irgendwie. Geht's euch da ähnlich bei den Ravagern? Ich weiß es nicht. So, und euch habe ich ja ausgeklärt, aber mit euch könnte man nachher ein wenig Thatch farmen. Und ja, ich weiß, ich bin unfair zum Stego. Ja, ich weiß, er ist brav und er ist toll und er ist super. Aber er ist halt nicht mein Tier. Irgendwie. Ich habe mich mit dem Stego nie anfreunden können. Gibt so viele Tiere, die ich mag, aber den weiß ich nicht. Na komm, lass mich hoch. So, auch das gehört dazu. Also, ich sag tschüss, tschüss, Papa, bis zum nächsten Mal.